Hallo liebe YouTube-Freunde, heute erfahrt ihr die Konstellationen für den Monat Februar 2020 und die Prophezeiung Nostradamus, wie in der ersten Zenturie im Vers 17 zu lesen ist. 40 Jahre lang wird man keinen Regenbogen sehen. 40 Jahre lang sieht man ihn täglich. Das trockene Land wird zur Wüste. Große Überschwemmungen, wenn es endlich wieder regnet. Dieser Vers von Nostradamus gilt nicht für unsere Tage, doch er zeigt an, wie die Erderwärmung sich auf Dauer auswirken wird. Nicht 40 Tage wird es nicht mehr regnen, sondern 40 Jahre lang. Auch nicht 40 Tage wird es nicht nur regnen, sondern 40 Jahre. Diese Aussagen der grausamen Auswirkung ist unvorstellbar. Bisher konnte man Nostradamus noch keinen einzigen Fehler nachweisen. So wird er auch mit dieser Ankündigung Recht behalten. Wir Menschen schleudern in unserer unverantwortlichen Gedankenlosigkeit so viel Dreck in die Luft, sodass sich das Klima verändern musste. Das hat zur Folge, dass das Eis schmilzt und die Ozeane ansteigen und das Wetter hat keine Ausgewogenheit mehr. So ist es keine Seltenheit, dass die Temperaturen von einem auf den anderen Tag um mehr als 20 Grad stürzen. Und das nehmen wir gerade so hin, als gäbe es keinen Grund zur Beunruhigung. Wir ignorieren einfach, was wir unseren Kindern für ihre Zukunft schaffen, auch was wir uns selbst antun. Demnach werden wir auch in diesem Jahr viel Trockenheit und mancher Wetterkatastrophe ausgesetzt sein. Diese Wetterwechselhaftigkeit ist zu erwarten und es ist mit Sicherheit so, dass dagegen nichts unternommen wird. Auch für den Monat Februar sagt uns Nostradamus, die Spannungen sind noch nicht vorbei. Demnach beginnt der Februar wieder heftig. Planungen sollten in den ersten Februartagen nicht gemacht werden. Warum ist das überhaupt so? Am Anfang des Monats haben wir mit Pluto und Saturn die heftigen Schwierigkeiten. Danach lösen sich bis Ende des Monats die Spannungen doch noch auf. Doch Vorsicht, in der Zeit vom 17. Februar bis zum 10. März ist Merkur wieder rückläufig. In dieser Phase sollten keine neuen Verträge unterschrieben werden, denn die werden dann nicht erfolgreich sich auswirken bzw. können nicht eingehalten werden. Und es wird in jeder Hinsicht ein kalter Monat. Aber auch in diesen kalten Februar werden wir gut überstehen und wir werden im März die weiteren Prophezeiungen des großen Propheten hören. Bis dahin eine gute Zeit. Das wünscht euch von Herzen eure Deria.